Willkommen zurück bei Timeout Racing. Ich bin der Sven und wir begleiten Rupert Motorsport an der Dakar 2024. Wir berichten täglich aus den Camps, aus dem Geschehen hier vor Ort in Saudi-Arabien. Jetzt kurz nach 8 Uhr, unser Morgenritual hat gestartet. Camp abbauen, alles wieder in den LKW verstauen, Tetris spielen, Rally-Style. Für uns geht es dann in den nördlichsten Punkt von unserer Rally, nach Heil. Wir fahren hier von Al-Duwatmi nach Heil, das sind 520 Kilometer und wir rechnen so mit 6 bis 7 Stunden Zeit. Bleibt doch gerne dran und schaut auch heute wieder zu bei Timeout Racing. Kleiner Zwischenstopp für einen Kaffee. Immer an der Straße gibt es so kleine Kaffee-Stops, Drive-Through, aber hier passen wir nicht durch mit dem LKW. Daher machen wir einen Walk-Through. Es ist deutlich kühler geworden. Wir fahren jetzt da Richtung Heil. One Level, one Cappuccino. Top Zucker. Heute haben wir mal einen konkreten Einkaufsauftrag. Steve braucht eine neue Seife. Aber nee, wir nehmen da die schönere, die authentisch. So. Habe ich auch noch nie gesehen, da kann man einzelne Stücke kaufen. Das Brot ist wirklich mit Safran hier. Direkt aus dem Ofen. Frischer geht's nicht. Kaufen wir gerade. Hier gibt's ein anderes Sortiment mal. Alles zum Kochen. Garten. Ist mal noch ein Grill. Wie? Mobil.
Fertig? 3 Minuten. Hochgeschwindigkeitspizza. So sieht sie auf der Werbung aus. Und wir sind gespannt, wie sie dann in Realität ist. So ist das Resultat. Chicken Pizza mit Fliegen. Wie schmeckt's? Chicken. Am gut. Am gut. Seit der Kruner Station mal gewechselt. Unglaublich, wie die halten. Ja? Unglaublich, wie lange die halten. Ja. Läuft. Stage 8 vorbei. War heute ein etwas kürzerer Tag, sage ich. Wir haben in der Früh 160 Kilometer so in Sanddünen verbracht, die Wasser war zugewachsen worden, grün, was eigentlich sehr cool war, aber es war teilweise wirklich wie so Hillclimb, also es war schwer aufzukommen und hinten runter war es sehr bumpy, also hat man sich müssen sehr aufpassen. Hat aber Spaß gemacht, ich habe am Anfang etwas gepusht. Wir waren die ersten Rallye-2-Fahrer, die ersten 6 waren innerhalb von einer Minute, also wir waren wirklich knapp beisammen, aber ich habe dann gesagt, okay, nee, Für was pushen wir jetzt dann bei einer Bergabfahrt fast geschmissen. Und ich habe es auch gemerkt, dass es von gestern noch nicht so gut gegangen ist. Dann habe ich den Speed rausgenommen, habe sauber navigiert, keine Navigationsfehler gehabt. Dann der zweite Teil war dann sehr steinig. Also der, was in der Rückwertung hinter mir liegt, den hat es dann vor mir auf die Gosche gehauen. Er hat es dann hingehauen, hat sich die Nase gebrochen, Bike kaputt und ist blöd gesagt jetzt weg vom Rennen, weg vom Fenster. Und genau so will ich natürlich nicht, dass es verläuft. Deswegen habe ich gesagt, ich nehme Speed raus, ich schaue, dass ich sauber durchkomme. Es sind immer noch 4 Tage. Man kann sagen, nur noch 4 Tage, aber es sind immer noch 4 Tage. Also von dem her kann noch alles passieren. Deswegen Motorrad warten und dann geht es schon wieder los, Mo. Danke. Also ich glaube, du hast noch Leute angesteckt, motiviert. Es kam die Frage auf, ich kann Motorrad fahren, wie lerne ich das Roadbook lesen oder fahren nach Roadbook? Es gibt eigentlich mehrere Sachen. Ich persönlich habe es gelernt mit dem Spiel auf der PlayStation 4, Dakar Desert Rally, wo du wirklich onboard fahren kannst und dieselben Noten hast, dieselben Zeichen hast, nach Cup navigieren musst, wo, wenn vor dir Rider starten, sind Wege da, wenn nicht, dann sind keine Wege da. Und somit habe ich das Ganze gelernt, weil es sind sehr, sehr viele Symbole. Und ansonsten auf jeden Fall bei der Oasis Rally in Tunesien, falls jemand Wüsten fahren will, ist eigentlich der kostengünstigste Weg, sage ich mal. Also auf der www.oasisrally.at ist, glaube ich, die Webseite. Und sonst auf Instagram Oasis Rally. Das ist, wie ich das erste Mal in der Wüste navigiert habe, was mir eigentlich schon sehr viel geholfen hat. Für die Europäischer natürlich wäre super, würde ich jetzt einmal sagen, die Hellas Rally. Das war meine erste Europameisterschafts-Rally bzw. Rally in Griechenland, wo wirklich von Beginner bis Profi kann man mitfahren. Oder die Dinarik Rally in Kroatien. Das sind alles so die Einsteiger-Rallys. Ansonsten würde auch Rally for You bietet Roadbook-Trainings in Kroatien an.
wo man für ein paar Tage runterfahren kann und dann wird man wirklich bei der Hand genommen und fährt Step by Step, Note für Note ab und wird dann in der Früh rausgelassen, nach ein paar Tagen und am Ende wieder abgeholt. So kann man das Ganze eigentlich am einfachsten lernen, finde ich. Heute nehme ich euch mal mit zu Ford. Ich glaube, da waren wir noch nie oder nie bewusst, nicht bewusst. Da ist jetzt die komplette Hinterachse demontiert. In den Medien wird geschrieben, gemunkelt, dass Carlos Sainz nach seiner Zeit bei Audi zu Ford wechselt. Mal schauen, ob das nur ein Gerücht ist oder ob sich denn das bewahrheitet. Ihr seht, ich habe eine warme Jacke angezogen. Hier in Heil ist es wieder deutlich kühler. Das haben wir so erwartet. Daher haben wir auch noch warme Kleider mitgenommen. Für mich zeigt diese Aufnahme so die Gegensätze hier an der Dakar. Rechts Ford, welches ja nicht ein Riesenteam ist, aber trotzdem sehr professionell. Mit zwei Autos vertreten, vielen LKWs, Camper und so weiter. Und gleich nebenan ein Classic-Team, zwei Zelte, ein bisschen Werkzeug, ein Stuhl und das ist es. Hallo, all good? Hier die Elektromotorräder. Aktuell stehen drei Stück da. Die fahren nicht die gleichen Etappen wie die anderen Motorräder, sondern die haben natürlich aufgrund von der Reichweite nur verkürzte Strecken. Jetzt war ich da gerade ein bisschen abgelenkt, weil die da Bike umgeschmissen haben. Also das ist die Batterie. Vom Aufbau, Roadbook, alles dasselbe. Ich habe das Gefühl, es ist mehr los jetzt generell bei den Malemotos. Hier hat es immer Leute, die interviewt werden, Besucher. Es ist cool, dass sie auch die Präsenz kriegen, die sie meiner Meinung nach auch verdient haben. Und auch, ich höre, dass alle
Boys, if I'm gonna survive this, just by myself working on my bike, nobody can tell me anything. But you are pretty much surviving really good at the moment. I'm acting. No, like, it's a simple stuff, you know, when the bike is rolling, it's okay. You don't have to destroy it. That's also the main thing. That's why I don't really want to crash, because to change it to Toyota Gazoo Racing vorbeizuschauen gehört auch zu meinem täglichen Abendritual, weil mir die Fahrzeuge gefallen, weil mich das Team interessiert, aber vor allem, und jetzt kommt das Geheimnis, weil ich immer auf der Suche nach defekten Teilen bin, insbesondere der Türe. Das letzte Mal 2022 hatten der Uwe und ich das Teil ihm auch gemacht. Und er hat eine Türe gekriegt und ein Heck und ich nur ein Heck. Also in meiner Werkstatt hängt so ein Heck von so einem Toyota Hilux. Und jetzt fehlt mir noch die Türe. Bei BRX ist das Auto von Nasser Al-Attiyah noch nicht da. Er hatte technische Probleme. Und das denke ich mal, das muss zuerst geborgen werden. Er aktuell nur das Auto von Sebastian Loeb, dem es heute auch nicht optimal lief. Gestern gewonnen und heute schon wieder anders. Es ist jeden Tag immer unterschiedlich. Lukas und Stefan kommen zurück. Nee. Am Reifenwechsel. Aus der Kurve raus trifft er. Rollt voll in die Karre rein. Wo? Vorne oder hinten? Maybe it's a bit also broke, I don't know. Also gestern war ein schwieriger Tag, weil wir Probleme mit dem Turbo hatten, also hat Leistung gefehlt. Wir mussten dann auch, glaube ich, 150 Kilometer im Dunkel fahren, was nicht schwierig war. Leider konnten sie die Probleme mit dem Turbo nicht beheben über die Nacht. Wir mussten heute auch wieder mit leichten Turboproblemen fahren. Das heißt, es hat Leistung gefehlt. Und das merkst du bei den Dünen beim Rauffahren vor allem, dass du nicht raufkommst. Teilweise musst du rumfahren. Das ging eigentlich halbwegs ganz gut. Dann haben noch 20 Kilometer gefehlt. Wir hatten einen Reifenschaden, haben die Reifen gewechselt, fuhren rein und dann hat uns ein Buggy abgeschossen, der eigentlich gar nicht mehr im Rennen fährt. Eine Chinesin, die, glaube ich, nicht so talentiert war. Und hätte auch schlimmer ausgehen können. Auto ist vorne kaputt, aber wir sind ins Ziel gekommen noch. Und jetzt schauen wir, dass wir die ganzen Schäden beheben. Und ich hoffe, dass der Wagen morgen richtig funktioniert, dass der Turbo auch wieder geht und wir dann weiter nach vorne kommen.
Willkommen zurück. War lang. Ist gut. Ja, heute war es heftig. Oh. 6 sind wir raus. 20 vor 8. 14 Stunden. 14 Stunden gefahren. Ja. Wie war die Etappe? Durchwachsen. Also die ersten sind uns gut gelungen. Navi-Test auch. War zwar mitten in den Dünen, ging aber alles ganz gut. Und dann ist uns einmal die App ausgestiegen und einmal war das für mein Gefühl gar nicht machbar, dass man die Zeiten einhält. Es hat so viele Durchfahrten gehabt, war die Durchfahrten. Da musst du halt im ersten Gang langsam reinrollen und langsam wieder rausrollen. Und dann bist du mit der Zeit einfach so weit hinten nach. Geht gar nicht. Für mein Gefühl. Also wer heute wenig Strafpunkte bekommen hat, der kann es wirklich. Die Dimension vom Luftfilter. Der Akut steht da auf dem Tisch. Kann man das besser einschätzen. Der Peugeot ist nur Zweirad angetrieben. Durch diese Dünen zu fahren, eine absolute Meisterleistung. Vom Fahrzeug und vom Fahrer. Es ist mittlerweile 8:30 und dabei Ford wird immer noch mächtig gearbeitet. Alles ist noch zerlegt. Ich könnte mal absteigen. Ich würde sagen, wir nehmen heute die Nummer für die Verlosung der Caps 225. Das ist die Startnummer von diesem Ford. Wenn ihr an der Verlosung der signierten Caps teilnehmen wollt, dann merkt euch für heute die Nummer 225. Ein Porsche wurde ja gestern da schon an den Stoßdämpfern gearbeitet und jetzt heute wieder. Wohl ein Problem sein.
ist auch ein tägliches Ritual. Rudi setzt sich hin und bläst den Luftfilter raus. Der ist schon mal aufgeblasen. Heute? Ja, gerade eben, aber mit der anderen. Nein. Warum hast du die Kabine angehoben? Christian meinte, die Schaltung geht ein wenig schwergängig. Ich habe jetzt mal alles sauber gemacht, ein wenig geschmiert. Aber die geht locker. Aber es ist halt, wenn du das den ganzen Tag machst, okay, dann ist das schon. Der Arm ist irgendwann das. Denke ich mal. Dann so ist alles gut. Gehen wir da alles ein bisschen nochmal hinschauen. Für was sind die Dämpfer? Die Fahrradlagerung. Okay. Ein bisschen von vor hast. Es ist jetzt 20 vor 11 und am Ford wird immer noch kräftig gearbeitet. Es sind sicher 6, 7, 8 Leute daran am Arbeiten. Jetzt ist auch spannend zu wissen, was das Problem war. Aber überall sind Teile. Das ist eigentlich das komplette Auto zerlegt. Mit diesen Impressionen bei Ford beenden wir das Video. Wie immer hoffe ich, es hat euch gefallen. Heute sind wir ein bisschen viel gefahren, aber ein paar Eindrücke konnten wir für euch im Camp einfangen. Wenn ja, liked doch dieses Video, kommentiert es und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert unseren Kanal. Es würde mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder dabei seid bei Timeout Racing. In der Zwischenzeit wünsche ich euch die gute Zeit und bis bald.